Hi, also wir sind die Rowdies von Schwarz und wir wollten einfach mal ein paar Spiele anzocken. Und zwar welche, die wir vom Flohmarkt bekommen haben. Also wir wissen nicht, was kommt. Wir haben einfach mal ein bisschen gestöbert, haben für einen schmalen Euro was bestellt und gekauft und mal gucken, wie es sich entwickelt. Gestern war nämlich Flohmarkt in Weimar. Was hat der Jörg erstanden? Krass. Im Neandertal. Das ist ja bestimmt vor Jahren auch durch die Medien gekommen. Ja, genau. Es hat 50 Cent gekostet, das Ganze. Ist ein Spiel für 2 bis 6 Spieler von 6 bis 99 und hat 15 Minuten Spielzeit. Wir werden mal sehen. Ich kenn's noch gar nicht. Der Jörg hat es gestern schon mal kurz angezockt. Ich muss ja wissen, um was es geht, also ja. Von daher. Also wir haben eine ganze Menge Karten hier. Du mischst mir erstmal kurz diesen Stapel hier durch, verdeckt. Die Rückseite ist... Was ist denn die Rückseite? Genau, die Rückseite ist das Ding hier. So, warte mal, du machst einfach, packst einfach mal irgendwo in der Seite. Ja. Ich baue mal das Spielfeld auf derweile. Und zwar geht es ein bisschen darum, dass du ein Neandertaler bist und versuchst einfach nur zu überleben. Super. Ja. Das ist wie im echten Leben. Ja, Setting ist klar, ne? So, okay. Das ist das Spielfeld, in dem wir sind. Das ist sozusagen das Reich, in dem wir rumherwandeln. Das ganze Spiel funktioniert so, du ziehst eine Karte und musst dann die Farbe suchen. Den Rest erkläre ich dir währenddessen. Okay. Ich fange mal an, damit du siehst, wie so eine Runde abläuft. Ja, ich sage nur kurz, hier ist deine Grenze noch. Okay. Ja, Jörg, hier ist die Grenze. Okay, okay. Nein heißt nein, ich hab's verstanden. So, ich ziehe meine Karte und deck auf und ich habe gelb. Das heißt, ich sollte jetzt hier irgendwo eine Karte finden, die gelb ist. Ich habe keine gefunden, ich habe nur die hier gefunden, die ist blau und es ist ein Umzug. Neandertaler folgen den großen Herdentieren auf ihren Wanderungen. Du merkst, es ist ein sehr pädagogisches Spiel. Ah. Okay, du merkst jetzt auch, was drunter war. Oh, nee, einfach nur die Farbe, einfach nur die Farbe. Ich hasse Memory. Du wirst es lieben, glaub mir. Okay, du weißt noch, wo es war? Muss ich jetzt auch orange aufdecken? Nein, du deckst eine neue Karte auf für dich, die bestimmt, was du auf den gleichen Stapel? Auf den gleichen Stapel, das ist egal. Okay, grün. Grün. Das war eine blaue Karte, das ne? war eine graue Karte. Blaue Karte, genau. Ach, wichtig ist jetzt hier, wenn du jetzt eine grüne Karte findest, darfst du zu dir legen. Wer zuerst 7 Punkte hat, das heißt 7 Karten vor sich liegen hat, hat gewonnen. Aha. Dann decke ich mal hier was auf. Super, du hast sofort den Schneesturm getroffen. Schneesturm, wir haben verloren. Nein, aber du... So. Schneesturm, Kälte, Schneetreiben und Sturmwinde überraschten die Sippen regelmäßig. Es gibt 2 Arten von Gefahren in dem Spiel. Du hast schon mal die erste entdeckt, das ist ein Schneesturm. Die legst du jetzt einfach mal zu dir hin. Ja, ist es gut oder schlecht? Das ist schlecht. Für mich oder für dich? Für dich. Ach, für mich ist es absolut traumhaft. Das Spiel könnte schneller zu Ende sein, als ich dachte. Warte mal, ich kenne die Regeln nicht, verarsch mich. Nein, das ist tatsächlich so. Pass auf, Schneesturm heißt jetzt, du brauchst ganz dringend eine Höhle. In der nächsten Runde darfst du keine Karte aufdecken, sondern du musst eine Höhle suchen. Oh, nee. Ja. Aber kommen wir gleich dazu. Weil wenn du jetzt nochmal einen Schneesturm findest, also in einen sehr tiefen Schneesturm kommst, oder wenn du von einem Berglöwen oder Ähnlichen angefallen wirst, ist das Spiel für dich an dieser Stelle schon vorbei. Aber eine Höhle ist immer safe. Eine Höhle ist safe. Also ich denke mal neu auf grün. Ich muss jetzt auch grün suchen. Ein Schneehase. Gut, das ist orange. Hilft mir nicht wirklich. Das ist nur Getier. Muss ich hier nochmal umdrehen? Du ziehst jetzt hier nicht. Ich zieh nur eine Höhle. Und du darfst jetzt insgesamt 2-mal eine Karte angucken. Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass hier nochmal ein Schneesturm liegt, ist ja ziemlich gering. Alter, was ist das? Tatsächlich, krass. Ja. Nein! Ich hab's gesagt, es kann ein schnelles Spiel sein. Du bist tot. Ich bin tot. Du bist tot. Du hast das Neandertal nicht überlebt. So, und jetzt? Okay. Schnitt, wir machen eine neue Runde. Das geht schon. Das war's. Das war's. Aber die erste Runde würde ich definitiv drin lassen. Was für ein Scheiß. Ich sagte, das Spiel ist geil. Ja, 50 Cent Spielspaß auf jeden Fall. Müssen wir hier neu mischen? Ja. Ja, kannst du mal mischen. Okay. Okay, wir haben neu aufgebaut. Zweite Runde. Ja. Genau. Okay, wir haben neu aufgebaut. Zweite Runde. Und diesmal fängt Henry an. So. Grün. Ich kann mich erinnern, ich gehe mal davon aus, dass hier nicht noch einer liegt. Das gibt's nicht. Verarsch mich nicht. Offensichtlich. Also ich Hast weiß du nicht. Gemischt? Ja, ich habe gemischt. Du scheinst sie echt anzuziehen. Also, nur um dir zu zeigen, dass hier kein weiterer Schneesturm liegt, decke ich jetzt diese Karte auf.
Guck mal, kein okay, Schneesturm. Was ist das Kleidung? Achso, es ist Kleidung. Tierhäute und Ponchos aus wärmendem Pelz und schützen gegen die Kälte. Kann ich nicht mitnehmen, habe ich nicht gesucht. Ich habe nach was Blauem gesucht. Okay. Irgendwas, was zu meinem Augen passt. Blau? Nee, du hättest jetzt überhaupt keine aufdecken dürfen. Du hast einen Schneesturm, du bist gerade in Gefahr. Ach, ich muss ja noch die Höhle suchen. Du musst erstmal eine Höhle suchen, bevor du was anderes machen kannst. Ruhe. Ich nehme mal die hier. Ja. Okay. Alter! Okay, Alter. Okay, ich bin raus. Das ist das beschissenste Spiel aller Zeiten. Nein, du bist der beschissenste Neandertaler aller Zeiten. Du hast insgesamt 4 Karten gezogen. Weißt du, dass es nur 3 Schneestürme in diesem Spiel gibt? Oh Gott. Okay, wir versuchen es ein drittes Mal. Warte mal. Nein? Ich bin auf jeden Fall kein Homo sapiens. Nein. Das ist schon mal klar. Ich sterbe in jedem Schneesturm. Okay, was jetzt? Wir versuchen es nochmal. Oh, nee. Na doch, einmal. Also ich will endlich mal ein ordentliches Spiel damit hinbekommen. Du siehst doch, das Spiel gibt es nicht her. Zeig mal die Karten. Da gibt es doch nur eine Karte, die kein Schneesturm ist. Ja, und die habe ich gezogen, jedes Mal. Na gut. Wenn es jetzt nicht klappt, sortieren wir einfach die Schneestürme aus und dann spielen wir mal eine Runde. Ich finde das eine gute Idee. Nee. Warte mal, war das nicht wer verliert, kriegt am Ende einen Nerfgun ab? Ja, tatsächlich. Und das ist eine Kacke. Zählt das als eine Spielrunde oder ist das hier, jede Runde ist ich einmal Nerfgun abschießen? Ich denke schon, das ist jedes Mal ein neuer Nerfgun abschießen. Ja, nur so macht es Sinn. Da können wir... Vielleicht kriegen wir ja einen Kommentar für unser Video. Ja, das ist ja unser erstes Video. Vielleicht kommentiert ja jemand. Fehlt da noch eine Karte? Hier liegt nichts. Hast du irgendeinen Schneesturm jetzt schon wieder aussortiert? Genau. Ich wollte einfach nur mal sicher gehen. Hier auch nicht. Das ist eine zu viel. Nein, hier fehlt mir nicht. Okay. Passt. So. Okay. Toll. Okay. Möchtest du anfangen? Ich frag dich das jetzt. Ja, ich fang an. Okay, dann deck auf. Ja. Ah, okay. Schneesturm. Das wäre jetzt echt noch ein Ding. Okay. Okay. Ich fang jetzt mal hier mit dieser Karte an. Okay, mal gucken, was kommt. Blau. Oh, mal kein Schneesturm. Pilze. Speisepilze haben zwar einen geringen Nährwert, enthalten jedoch Eiweiß und Vitamin D. Merkst du? Ja, ich merk's mir. Das tut auch dir gut, wie Seitenbacher-Müsli. Ich esse nicht gerne Pilze. Okay, guck mal, ich habe einen Joker gefunden. Das heißt, ich darf mir jetzt aussuchen, was für eine Farbe ich suchen möchte. Ich würde einen Schneesturm empfehlen. Könnte grün sein. Ich versuch's mal mit grün. Ha! Ich habe Pilze gefunden. Super! Du wirst mal. Hoffentlich sind es Fliegenpilze. Oh, danke. So, grün. Oh, wie ärgerlich. Dann nehme ich mal hier die Schneesturmkarte. Mhm. Jetzt mal ohne Scheiß. Ah, ein Gefährte. Sehr gut. Den legst du gleich mal neben dich. Der Neandertaler konnten alleine nicht überleben. Ja, habt ihr gemerkt, Schneesturm, ne? Die Jäger mussten Raubtiere gemeinsam abwehren. Okay. Das ist jetzt sehr gut für dich. Das heißt, solltest du auf ein Raubtier treffen, das ist ähnlich wie ein Schneesturm, kann dich der Gefährte schützen. Kann er mich auch aus dem Schneesturm holen? Nein. Das nicht. Nein, gegen nur Schnee. Die Höhle. Ja. Okay. Genau. Und er zählt als Punkt. Oh. Mhm. Ich lieg vorne. Nee, doch nicht, du hast ja einen Pilz. Rot. Mhm. Spiel mal hier. Ein Gefährte. Sehr schön. Alter, das Spiel ist okay. Sehr einfach. Du bist dran. Für dich. Ja, aber es hat einen pädagogischen Mehrwert. Rot. Du weißt zumindest, zum Beispiel jetzt, dass Speisepilze einen hohen Eiweiß- und Vitamin-D-Wert enthalten. Hab ich vergessen. Ein Rentier. Rentiere sind besonders gut an Kälte angepasst und ernähren sich von Flechten. Oha. Krass. Okay. Grün. Eine Höhle. Mist. Das heißt, die merkst du dir jetzt, die kannst du nicht aufnehmen. Nein, die kannst du nicht mitnehmen. Nein, du merkst dir aber auch, wo die ist, weil für den Fall, dass du in einen Schneesturm kommst. Gut. Und das ist recht hoch, die Wahrscheinlichkeit. Ja, also klar. Haben wir ja schon ausprobiert. Gelb. Darf ich dich fragen? Lagerplatz. Darf ich dich fragen, warum du nicht dein Rentier gesucht hast? War das gelb? Ja. Weiß ich nicht mehr. Weil du mir den Scheiß mit den Vitaminen erzählt hast, das hat meinen Slot im Kopf gefüllt. So. Lagerplatz. Neandertaler sind Nomaden, die dort bleiben, wo es Nahrung gibt. Bester Neandertaler ever. Kann ich den behalten? Nein, du hast ja noch was Gelbes gesucht und was Blaues gefunden. Okay. Gelb. Hätte ja eine Spezialkarte. Hey, guck mal. Gelb ist immer. Weißt du, warum das Gelb nicht auffällt, weil hier alles gelb ist? Wahrscheinlich, ja. Okay, gut. Oh. Joker? Vielleicht suche ich ja nach dieser Karte hier. Nein. Du musst vorher sagen, welche Farbe du suchst. Ach so. Und dann darfst du die... Mist. Lagerplatz. Du suchst nach das Blaue. Ja, was Blaues. Die Farbe, ja, die Farbe musst du sagen. Oh, Schweiger. Sehr gut, okay, genau. Ey, ich hab's Spiel verstanden.
Okay, großartig. Nach 3 Runden und 4 Schneestürmen hast du das Spiel verstanden. Geil. Okay, ich suche noch was Rotem. Aus vielen Landen dann, ne? Ja. Eine neue Gefährtin. Okay. Gefährtin? Super. Gefährtin sogar. Okay, alles klar. Was steht denn da unten? Was nützt denn die? Sippen und Jägern, Sammlern und Kindern folgten den Nahrungsquellen. Mhm. Mhm. Also die belasten eigentlich nur deine Nahrung. Ja, eigentlich ja. Na, der eine reitet jetzt einfach auf dem Rentier und die andere, die hält die Pilze. So, okay. So machen wir das einfach. Alles klar, klar. Kann ich hier ziehen? Ja, klar. Orange. Nimm eine von diesen orangen Karten. Es gab nichts Oranges, glaube ich, gerade. Ne? Ich nehme mal hier eine Höhle. Okay, kannst du dir gut merken? Das habe ich schon wieder vergessen. Etwas Blaues. Etwas Blaues, etwas Geborgtes. Alter Gefährte, was ist denn los heute? Ah. Okay, ich bin übrigens jetzt nur so als Hinweis für dich. Schön, jeder Gefährte große Gruppe, ja. Zählt einen Punkt jeweils. Das zählt auch jeweils ein Punkt. Ach Quatsch. Das sind schon 5 Punkte. Nur, dass du weißt. Wann gewinnst du? Bei 7. No shit. Dann brauche ich jetzt mal... Oh fuck, warte. Pass auf, der Schneesturm ist hier. Probier's mal. Ja, ich probier's. Mit der hier. Aha! Sehr geil. Was hast du? Was hast du? Erzähl mal. Sammeln. Vom Lager brechen die Sippen zum Sammeln auf. Okay. Ey, Lager und Sammeln, das passt ja super zusammen. Okay, sehr gut, nicht schlecht. Grün. Mhm. Probieren wir einfach mal. Oh, Alter. Alter, das gibt's nicht. Löwenzahn. Lies mal vor. Komm, du kommst nicht rum. Löwenzahn ist nahrhaft, schmeckt etwas bitter, dennoch als Salat geeignet. Mhm. Leckerer Löwenzahn-Pilzsalat. Also du brauchst nur noch eine Karte. Ich brauche nur noch eine Karte. Ein Spiel für dich, ne? Ja. Joker, ich suche. Kann ich in einer Höhle suchen? Nein. Du kannst nach einem Schneesturm suchen, wenn ja, du willst. Okay, ich suche nach einem Schneesturm. Nee, welche Farbe? Sag mal. Ach ja, das muss ich ja vorher sagen. Eine Farbe sagen. Ja, das ist, ich weiß es nicht. Na, gelb? Ja gut, ist da gelb. Oh, gibt's gelb und orange? Nein, das ist deine... Du hast jetzt einen Mammut erlebt. Ach ja, Mammut, ich lese vor. Mammuts waren weit verbreitet. Schwerer als heutige Elefanten, gefährlich zu jagen. Ja, aber ich habe ja einen Gefährten, der jagt die. Ich habe jetzt gerade die Karten schon mal neu gemischt. Alles klar. Und der grün auf und weiß, dass hier was Grünes drunter liegt. Das weißt du nicht. Ah, noch eine Höhle. Was für Höhle bist du? Orange. Was haben wir? Blaubeere. Blaubeeren waren weit verbreitet und ergänzen den Speiseplan. Ist aber grün gewesen, ne? Ach, scheiße. Ah, okay. Schon wieder eine Höhle, okay. Höhle ist so wie eine Höhle. Ja, ich glaube auch. Joker, ich suche was Grünes. Ah, oh, ja, natürlich suchst du was Grünes. Ich habe jetzt übrigens 5 Punkte, ne? Okay. Nur so für dich zur Info. Ja, nicht schlecht. Ich bräuchte noch einen Gefährten. Schon wieder orange. Ein Speer. Wurfspeere mit Feuersteinklingen sind gefährliche Jagdwaffen. Das ist schön für Jagdwaffen, aber ich hätte mich gefreut. Lass mich raten, was. Oh, ich dachte schon, du ziehst jetzt eine rote Karte. Ja, wäre schon schön, ne? Ja, das wäre schon echt gut gewesen. Joker. Ja. Also ich suche was Grünes. Mhm. Ah, die Blaubeere habe ich ja schon. Ich nehme das hier. Okay. Oh, ein Gefährte. Das ist ja mindestens genauso gut. Ein Gefährte. So. Okay. Da steht 6-6. Nächster Könnte nicht, hier dieser Speer... Stimmt die nicht, das ist ein Schneesport. Der Speer. Sehr okay. Gut. Der kriegt einfach auch, dieser Gefährte kriegt einen Speer, um das Rentier noch in Schach zu halten. Damit ist meine Gruppe vollzählig. 7 Punkte. Langweilig. I win, you lose. Zum dritten Mal. Also, Aber ich war besser. Ja, definitiv. Achso, willst du mal gucken, wo was ich ist? Ich will jetzt mal gucken. Oh, ja, Höhlenbär? Hilft er mir oder tut er mir weh? Ich weiß nicht, der ist schwarz und guckt irgendwie böse. Ja, dann guck irgendwie. Ah, hier wäre noch eine Gefährtin gewesen. Ah. So. Du siehst, du hättest noch von einem Höhlenlöwen, von einem Wolf. Hier gibt's nicht mehr. Von einem Höhlenhyäne. Zwei Spielerspieler, oder? Eine Höhlenhyäne. Ach komm, die haben doch über alles einfach nur Höhle davor gesetzt. Höhlenlöwe, Höhlenbär, Höhlenhyäne. Höhlenbeutel. Ja, Wölfe übrigens nicht. Wölfe leben offensichtlich im Neandertal nicht in Höhlen. Ja. Ja, dann vielen Dank, Jörg, für dieses tolle Spiel vom Flohmarkt. Ja, sag mal so, ich bin froh, dass ich 50 Cent dafür bezahlt habe und nicht mehr. Ja? Ich habe sehr viel über das Neandertal gelernt. Ey, wir haben gelacht. Ja? Wenn wir das Video monetarisieren, wenn einer die Werbung guckt, naja, der reicht doch nicht. Nein, Scheiße. Ich glaube auch nicht. Nein, ich glaube, es ist... Also guck die Werbung. Ja, guck die Werbung. Ich muss meine 50 Cent wieder rauskriegen für das Spiel. Klick da drauf, Leute. Also vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ja, wir zeigen nochmal das Gesicht, dass die Leute wissen, wer wir sind. Hier, Kamera oben. Das reicht. Reingehauen, bis zum nächsten Mal. Also, das war im Neandertal in der Episode 1 von Henry und Jörg und Safety First.
Und das ist meine Strafe. Ladehemmung! Dreimal verloren. Scheiß Schneesturm.